Zeit ist Suppenzeit. Denn mal ehrlich, gibt es was Schöneres als eine wärmende, leckere Suppe, wenn es draußen so richtig kalt und schmuddelig ist? Natürlich nicht. Deswegen zeigen wir euch heute eine Suppe, die nicht nur kinderleicht ist in der Zubereitung, sondern die auch so variiert werden kann, dass sie jeden Tag anders schmeckt. Und wie das funktioniert, das zeigt uns wie immer unser Koch und Caterer aus Leidenschaft, Frank Kutscher. Hallo, lieber Carmen. Frank, welche Suppe gibt es heute zum Essen? Alle sprechen vom Kürbis bis Herbst und deswegen kochen wir eine schöne Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe, genau. Und du hast uns ja versprochen, du wirst sie so ein bisschen abwandeln. Genau. Das mit verschiedenen. Ich mache so 3-4 Abläufe davon, dass man, wenn man einen großen Topf kocht, dadurch jeden Tag dann praktisch eine neue Suppe essen kann. Das hört sich richtig klasse an und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ist nicht gesund hier bei 123 Küchen in Potsdam. Lieber Frank, gib mir doch mal einen ganz kurzen Überblick, womit fangen wir jetzt an? Welche Zutaten brauchen wir für die Kartoffelsuppe und welche Zubereitungsschritte gibt es jetzt? So eine kurze. Wir brauchen natürlich erstmal Kartoffeln, die sind schon geschält. Und wir nehmen noch Möhren, Sellerie, Zwiebeln dazu, dass wir schöne Ballaststoffe reinkriegen, Aromen reinkriegen, Geschmack reinkriegen, auch Vitamine reinkriegen. Und eigentlich können wir schon starten. Ja, dann starten wir auch schon mit ein paar Möhren. Mit ein paar Möhrchen. Also eigentlich alles ein bisschen grob kleinstellen, wird ja nachher püriert. Okay. Und dann können wir die jetzt praktisch, die fangen an mit dem harten Gemüse. Und das kann man, wenn man will, vielleicht ein bisschen anschwenken, in leichte Butter, ein bisschen anschwitzen. Das gibt nochmal ein paar schöne Aromen. Mhm. Und man kann es aber auch einfach so in den Topf schmeißen, sage ich mal, Wasser rauf, Gewürze rauf, Salz rauf und kochen lassen. Das ist also, wie man Zeit hat, möchte und wie man experimentieren will. Ja? Und das Gemüse gibt nochmal der Suppe so ein bisschen extra Geschmack, ein bisschen mehr Fülle. Es gibt Aromen, Fülle, Farbe, Kartonide und wir wollen ja nicht nur Kartoffelpüree haben, wir wollen ja eine geschmackvolle Kartoffelsuppe haben. Ja. Das ist ein guter Punkt, da hast du recht. Ja. Kommen wir vielleicht mal, auch wenn wir gerade bei den Karotten und der Sellerie sind, zu den Kartoffeln. Welche Kartoffelsorte benutzt du? Dafür nehme ich vorzugsweise mehlige Kartoffeln, damit die auch schön fast schon alleine zerfallen und die Suppe schön cremig machen und einfach eine schöne Cremigkeit geben. Ja? Und so festkochende Kartoffeln nimmt man dann eher für Puffer oder für Kartoffelsalat zum Beispiel. Ah, okay. Ja. Aber zur Not könnte ich auch eine festkochende Kartoffel nehmen? Ja, es geht beides. Aber etwas schöner ist es halt mit der mehlig kochenden. Ja, aber der Unterschied ist schon fein. Also ich erinnere mich an meine Oma, die hat zumindest immer gesagt, also zumindest 2-3 mehlige Kartoffeln müssen in eine Kartoffelsuppe rein, damit die diese Sämigkeit bekommt. Genau. Wenn sie nur festkochende hatte. Ja. Na, du kannst ja die pürieren, die Suppe, oder du kannst sie klar lassen. Und wir wollen die heute pürieren und dann ist es eh, dann hat die eh eine Bindung. Ne? Aber bei einer klaren Koch, mit dem ich pürieren möchte, dann gibt diese, wenn ich kochen zerfällt, dann gibt dann so eine bisschen Sämigkeit in der klaren Suppe. Ja? Was ist so dein Favorit? Püriert oder nicht püriert? Püriert. Püriert. Warum? Püriert. Das ist so sinnig beim Essen, man kann die so wegschlürfen. Ja. Aber meine Kunden möchten ja so Stücken haben, also machen wir dann immer pürierte Suppe und schmeißen noch Stück hinterher rein. Ne, das macht man ja auch ganz oft, auch bei der Spargelsuppe nimmt man ja auch ein paar Spargelköpfe, genau. Dass man noch so ein bisschen was Besonderes dabei hat. Ja. So, okay. Ich würde sagen, wir schwitzen die ein bisschen an, ich mache ein bisschen Butter in den Topf rein. Jawohl. Und dann schwitzen wir die ein bisschen an und können in der Zeit schon mal die Kartoffeln schneiden. Ja? Mhm. So, vielleicht machen wir es einfach so. Aber du kannst es schon mal ein bisschen hochschneiden. Jawohl. Auf was darf ich denn stellen? Ja, was ist denn das Höchste? 9 wäre das Höchste. Dann nehmen wir die 7. Die 7, achso, dann nehmen wir die 7. Dann nehmen wir die 7, ja. Okay. Oh, es brutzelt schon. Es schmort ein bisschen. Du glaubst es nicht, aber es duftet jetzt schon. Ja. Und wir können jetzt schon ein bisschen Salz zufügen. Ich nehme gerne Himalaya-Salz oder anderes gutes Steinsalz. Wir kochen ja ein bisschen mehr heute, dann kann noch ein bisschen mehr ran davon. Und dann kommen ran an Gewürze, nehme ich gerne Muskat, Majoran, Liebstöckel, Kümmel. Das sind so praktisch die Hauptgewürze. Und dann zum Schluss immer frische Petersilie. Das gibt dazu, aber nur erst auf dem Teller, es gibt nochmal so einen schönen Vitamin C-Kick. Mhm. Ja? Ja, nun können wir mal schon ein bisschen warten hier einfach und wir können ja vielleicht und mal in die Kartoffeln schon mal vorbereiten. Genau, du rührst da, guckst ich da rauf. Ich rühre fleißig. Kartoffeln, genau. Und wir, die Kartoffeln kannst du ja in dem Fall schon ruhig klein schneiden, damit es ein bisschen schneller geht, oder? Na, vierteln, ja, je kleiner, desto schneller natürlich. Ja. Aber vierteln ist schon ganz in Ordnung. Ja.
Da wir die Kartoffeln ja in der Suppe sozusagen kochen, geht ja auch kein Geschmack verloren, wenn wir sie kleiner schneiden. Genau, es bleibt ja alles drin, alle Nährstoffe drin, die nicht kaputt gehen, nichts kochen, aber hier bleibt gesund und erhalten. Sonst habe ich dir gut zugehört, dass man, wenn man die Kartoffeln nicht in einer Suppe verarbeitet, sondern nachher aus dem Wasser wieder rausnimmt, dass man sie möglichst ganz lassen sollte, damit das Aroma besser bleibt. Oder sogar ungeschält. Ja, auch sehr gut. Ja. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr farbenfroh aus. Mhm. Du kannst jetzt eigentlich schon anfangen, die Platte zu räumen, erst reinzuschmeißen. Die Kartoffeln? Ja, klar. Die gehören schon rein jetzt. Ich mache auch ein bisschen Sahne rein oder so einen Schuss Butter näher temperieren. Das wird euch für alle reichen, glaube ich, ne? So, super. Sehr schön. Ja, nun können wir warten, jetzt haben wir Zeit, Deckel rauf und ich mache noch ein paar Gewürze ran, jetzt können die ersten kommen. Auf alle Fälle ein bisschen Kümmel. Hat immer einen schönen Geschmack. Man kann die Kümmel auch mahlen. Oder man macht die so rein, je nachdem, wie man möchte. Boah, duftet schon. Ja, toll. Das ist toll. Ein bisschen Liebstöckel. Aber die getrockneten Gewürze immer gleich am Anfang mit rein, damit... Ich mache ein paar zum Anfang rein, aber ich würde es auch gerne mal zum Schluss ein bisschen mit nach. Das ist jetzt was? Majoran? Das ist Majoran, genau. Und ein Hauch Muskat. Muskat, damit muss man immer ganz vorsichtig sein von der Menge, genau. Oder? Genau, nie aus dem Glas schütten, das kommt immer daneben, wie allen Gewürzen. So, wie lange lassen wir das Ganze jetzt kochen? Also, naja, es muss aufkochen, gar kochen, es wird das bestimmt dauern, so, ich tippe mal bestimmt 30 Minuten. Dann warten wir, bis die Kartoffeln gar sind. Genau, und kann ich schon ein paar Ableitungen machen in der Zeit, dann, die wir dann praktisch später verwenden wollen. Ja, sehr gut. Okay. Das heißt, jetzt muss man erst mal klären, was sind denn Ableitungen? Also wir machen jetzt hier sozusagen die Basis. Wir kochen eine schöne, leckere Basis, die für sich allein völlig dastehen kann und völlig lecker ist. Aber zum Beispiel kann man sagen, wir machen noch eine Porree-Lauchsuppe. Das heißt, wir nehmen schnell noch einen frischen Porree, schwitzen den noch mal ein bisschen an und machen den einfach rüber oder in den Teller rein und zack, haben wir eine Kartoffel-Porree-Lauchsuppe. Oder wir nehmen den Würsing, schwitzen den an, nochmal schön ein bisschen in Butter und guten Öl. Und wenn der dann gar ist, dann kommt da die Suppe rauf, haben wir eine Würsing-Kartoffelsuppe. Oder wir nehmen ein paar Tomaten einfach und schwitzen die an mit Olivenöl. Und dann haben wir praktisch eine Tomaten-Kartoffelsuppe. Oder wir nehmen Champignons und schwitzen die mal schön an, dann haben wir eine Kartoffelpilzsuppe. Und die gibst du dann immer obendrauf oder vorher in den Teller? Und also entweder obendrauf auf den Teller direkt oder wenn ich dann sage, ich möchte die ganze Suppe verändern, dann mache ich es natürlich dann mit rein hinterher und dann gibt es dann eben die Ableitung davon. Aber man kann wirklich mit spielen. Man könnte auch noch einen Kürbis anschwitzen, könnte auch dir mit ein Stück reintun, hätte man eine Kartoffel-Kürbissuppe. Na dann, legen wir mal los. Also, jetzt starten wir mit unserer ersten Ableitung, nämlich mit dem Porree. Wie bereiten wir den vor? Wir waschen den, putzen den und dann wird einfach geschnitten. Geht schon los. Einfach in Stücken. Wird dann in der Pfanne angeschwitzt einfach. Wird der später auch mit püriert oder? Nein, der bleibt dann einfach so, wie er ist. Okay. Und kommt einfach dann die Suppe mit rein. Vielleicht einfach auf den Teller oben drüber. Oder eben durchgemischt, wie man möchte. So, dann darf ich schon mal die Pfanne vorwärmen. Genau. Wichtig ist immer, wir nehmen ja gute Öle, zum Beispiel ein Haselnussöl. Super. Haselnussöl. Ich habe noch nie mit Haselnussöl gebraten. Genau, wahrscheinlich die wenigsten, aber ich möchte ja gerne wegkommen von diesem Sonnenblumen- und Rapsöl. Ja, okay. Ich möchte aber gesunde Öle nehmen und das Haselnuss ist eins davon mit guten Vitaminen. Ist auch übrigens gut für Massagen und auch hilft auch, tatsächlich hilft auch gut bei Krampfadern, tatsächlich beim Einreiben. Okay. Also Haselnuss ist also viel besser als ein Ruf. Ich glaube, es hat noch gar keinen Ruf, ne? Das ist eigentlich unbekannt. Also Nüsse haben ja generell einen guten Ruf. Genau. Also Nussöle sind gut zum Braten, aber auch gut für Salate, für kalte Salate, gut für die Massagen tatsächlich und so, also wir haben jetzt bis jetzt Haselnuss. Gibt es auch so ein Aroma, also wie Sesamöl oder so? Genau, das hat ein feines, je nachdem, wenn man die Nüsse vorher röstet beim... Doch, es riecht nach Nuss. Genau, dann wurden die geröstet vorher, dann hat man so ein leichtes Nussaroma. Das machen wir nachher nochmal, das Öl. Aber du hast gleich mit diesem Öl ein tolles Aroma und was dem manchmal so ein kleinen Pfiff gibt. Ja? Mmh, das duftet gut. Bis jetzt nur Öl und Porree in der Pfanne. Was kommt noch dazu? Also viel mehr muss gar nicht. Was man noch machen kann? Salz? Salz kann man ein bisschen, wir können ein bisschen ranmachen, aber ich würde auch ganz leicht eine Prise Zucker ranmachen, um so ein bisschen eine Süße hervorzuzaubern. Das ist ja wirklich jetzt aber ganz, ganz entspannt. Also ganz wenig Salz. Ganz wenig Salz, okay, ja. Zucker bitte. Danke schön. Einmal brauner Zucker. Ja. Aber nur also wirklich eine Prise. Eine kleine wirklich Prise. Reicht schon. Gibt dir so einen leichten... Ja, süßlichen Karamellgeschmack nachher. Ja. Jetzt schmort es ein bisschen vor sich hin. Ja. Wie lange ungefähr, was sagst du, braucht das, bis es schön weich ist? Mit dem Deckel rauf
den ich jetzt gar nicht habe, noch mal so 2-3 Minuten und ist der schön. Okay. Ja. Und dann kann man den beiseite stellen oder sollte man das immer frisch zubereiten, wenn wir die Suppe... Den kannst du vorbereiten, beiseite stellen. Okay. Und, aber du kannst natürlich, wenn es passt, frisch in die Suppe reinmachen. Mhm. Das geht natürlich auch. Ja? Okay. Wenn das dann noch ein bisschen brutzelt, können wir schon die nächste Abwechslung machen. Und zwar nehmen wir einfach mal, viele mögen ja keinen Würsing-Eintopf, aber mal so ein bisschen Würsing in der Kartoffelsuppe ist durchaus bereichernd und gibt auch mal einen richtig schönen, kohligen Geschmack, der wirklich sehr schön ist. Also die kleinen Strünke hier, die schneidest du die raus? Die Strünke, die schneide ich raus, die sind oft ein bisschen fest. Und dann einfach den ein bisschen Haselnussöl und Butter anschützen, wenn man möchte. Und hat dann wieder gleich die nächste Ableitung zur Kartoffelsuppe. Und es hat schon am Tag, also den dritten Tag jetzt ein neues Gericht sozusagen. Ja? Und würdest du das gleich mit vorbereiten oder dann an dem Tag, wo du dann die Suppe dir aufwärmst, dann erst die das neue Topping? Ich würde die Zutaten, die möchte immer dann frisch an dem Tag machen, in der lässt die Suppe warm wird. Oder du kannst natürlich auch die Sachen anschwitzen und dann die Suppe reinkippen und dann warm machen. Okay. Ja, das geht natürlich auch. Jetzt ist die Pfanne gleich vorbereitet für den Würsing. Genau. Von der Zubereitung ähnlich wie beim Curry? Eigentlich genauso. Man kann ja Würsing, wenn man möchte, noch einen Hauch gemahlene Kümmel ranmachen, weil es ja ein Kohl ist für die Verdauung. Aber wir haben ja schon an der Suppe ein bisschen Kümmel dran. Das passt dann schon wirklich. Ja, das finde ich bei den meisten Rezepten immer sehr erstaunlich, dass bei den traditionellen Rezepten oder auch bei Sauerkraut und so immer Kümmel mit rankommt oder andere Gewürze, die dann gleich wieder die Verdaulichkeit verbessern für den Körper. Ja, das, und nicht nur den Geschmack, sondern auch die Verarbeitung. Gott sei Dank, das ist auch ganz gut. Ich mache hier noch einen kleinen Tick Butter ran und auch hier wieder einfach anschwitzen und dann ein bisschen Wasser ablöschen, gern Deckel drauf, den wir heute nicht haben. Und dann haben wir gleich die nächste Sache. Mhm. Und jetzt kann ich schon das nächste vorbereiten, und zwar finde ich, das ist total interessant und lecker und toller Geschmack, wenn man Kartoffelsuppe mit Tomaten ein bisschen versetzt. Es gibt nochmal so eine schöne fruchtige Säure zu dieser erdigen Kartoffel. Das ist wirklich ganz witzig. Ich hier nochmal ganz kurz den Kochen. Ja, bitte. Dankeschön. Ja, dann müssen wir mal der Stahl ran. Müssen wir hier noch ein bisschen Gewürze, außer Kümmel, Salz oder Pfeffer? Ein bisschen Salz kann ran und dreh ruhig ein bisschen auf 7, dass er langsam kommt. Wie viel Salz hätten Sie gerne? Ja, du kannst schon mal ran. Nur so, also wirklich wenig. Und die Menge nochmal bitte. Okay. Ja. Salze immer in die Hand, machst du das auch so, damit man sich nicht vertut? Ja, das ist sehr gut. Einmal schief gegangen und nie wieder. Ja. Ja, Wasser ist gut. Mach ich noch ein Felsen, noch ein Felsen dran, ja. Super. Super, der Zucker ist schon gut dabei. Mm. Was auch ganz witzig ist, wir können da auch noch einen ganz kleinen Hauch Muskat dran machen. Okay. So eine Prise. Muskat habe ich hier. Genau. Ja. Bist du so eine kleine Prise? Wie viel ist denn eine? Ist das schon zu viel? Das ist gut. Das ist gut. Wunderbar. Ja. Oh, das ist also der Geruch. Muskat passt eigentlich fast zu allen Gemüsen wunderbar dazu, aber auch zu Fleisch, interessanterweise. Ja. Und ich mache es an Weihnachten natürlich immer ins Kartoffelpüree. Unbedingt, nicht nur Weihnachten. Auch im Sommer, im Frühling und im Herbst. Also immer. Püree braucht einfach für Muskat. Ja, super. Und Würsing ist ja jetzt auch hier, es ist so gesund, ne? Also es der ist Kohl ist gesund. Unglaublich reich an Vitamin C, ist gut für die Verdauung. Hat tolle Ballaststoffe, genau. Ja, also die Suppe ist also super, generell super gesund und ballaststoffreich, vitaminstoffreich, mineralstoffreich. Also eine schöne basische Ernährung. Ja? Jo. So, warte mal. Schön. Lass mal brutzeln, oder? Lass mal noch ein bisschen brutzeln. Lass mal ein bisschen brutzeln. So, der Würsing ist fertig, den haben wir schon mal beiseite gelegt für später und jetzt bereiten wir noch eine weitere Ableitung zu. Es geht jetzt um Tomaten. Die italienische Kartoffelsuppe. Sehr schön. Bisschen Olivenöl. Ein bisschen Olivenöl in die Pfanne und auf was darf ich stellen? Ja, mach ruhig nochmal. 7, 8. Oh, da brutzelt es schon los, sehr schön. Und dazu, wer hat gerne noch ein bisschen Knoblauch, machen wir jetzt nicht, aber kann man, wenn man möchte. Aber auch hier ruhig ein bisschen frischen Pfeffer rüber. Also ganz klassisch Olivenöl, Salz, Pfeffer. Und wer möchte Knoblauch, wer den Pfeffer möchte. Ja, mach ruhig mal einen neuen hier. Können wir kurz mal
Und was ja schön ist, noch eine kleine Prise Zucker für so eine leichte Karamellnote. Mhm. Ja. Aber die jetzt schon, also wirklich, ja, eine ganz kleine Prise. Dran. Wie lange dürfen die jetzt in der Pfanne so vor sich hinschmoren? Ja, einen Augenblick lang, nur das müssen Farbe gewinnen und dann ist schon gut. Was hast du jetzt hier für Tomaten verwendet? Das sind jetzt so Cocktailtomaten? Das sind so richtige Kirschtomaten. Die haben ein wunderbares Aroma. Die schmecken an sich schon sehr gut. Diese großen Tomaten sind oft wässrig und geschmackslos. Und diese haben wirklich von sich ein Aroma, was sie so verstärkt durchs Anbraten tatsächlich. Schön. Und das reicht mir eigentlich schon. Reicht schon? Okay. Ja. Dann super. Schneide ich hier mal aus. Dann können wir die wegstellen und können jetzt mal unsere Suppe kochen. Wir haben unsere drei Beilagen sind fertig. Also unsere Ableitungen. Ja. Wir haben immer den Porree-Lauch, wir haben den Würsling, wir haben die Tomate. Man kann natürlich auch Lauch und Tomate kombinieren. Also auch da kann man wiederum spielen, wenn man möchte, aber das macht jeder für sich selber. So, jetzt kommt kreativ. Die Kartoffelsuppe. Ich freue mich. Warte mal, hier ist noch weiß. Hier ist noch warm, dann nehmen wir die mal hier rüber. Ja. Also wir pürieren jetzt schon mal die Suppe einfach. Und was ich noch anmache beim Pürieren, gerne ein bisschen Sahne und nochmal ein gutes Stück Butter. Okay, beim Pürieren. Beim Pürieren. Warum genau. Nicht vorher? Nein, ich möchte, dass einfach die Butter praktisch sich mit unterimmusiert und nicht sich löst aus Molke vom Fett. Das ist einfach mal aromatischer für mich. Aber die Sahne kann schon mal ran jetzt. Guter Schuss. Zack. Also gar nicht so viel, nur so ein Schluck Sahne. Ein Schluck Sahne, einfach um es ein bisschen cremiger zu machen. Butter bin ich schon ein bisschen großzügiger. Mmh, so, man sieht schon richtig. Man sieht schon, wie sie kommt. Oh. Und vielleicht. Mach mal bitte weiter. Jawohl. Wir geben immer noch ein schönes Stück Butter dazu. Ein schönes Stück Butter? Ja. Wir gucken mal nach der Konsistenz, wie wir die haben wollen. Wir könnten noch einen kleinen Schuss Wasser machen, oder? Oder willst du so ein bisschen dicker haben? Also, das ist auch eine Geschmackssache. Manche möchte ich mehr suppiger essen, manche möchte ich mehr ein bisschen kompakter essen. Also die macht sehr schön satt hier. Wir können die auch so lassen erstmal, ne? Weil wir haben ja eigentlich vier Versionen unserer Suppe heute. Genau. Wir haben das Original ohne Ableitung. Ja. Und wir haben die. Probier mal, ob noch was dran ist. Mal. Vorsicht, hier tropft gleich was runter unter dem Löffel. Es gibt noch ein. Lifehack. Jetzt kommt's, aufpassen. Das sind immer die besten Stellen. Jetzt pass mal auf. Zieh mal mit. Acht auf die Mengen. Das sind ungefähr 8 Krümel Zucker auf wie viel? 6-8 Liter Suppe? Genau, homöopathisch. Und pass auf. Zieh einen Tropfen mit. Eins, zwei, drei, vier. Oh, war schon etwas viel. Jetzt pass mal auf, was jetzt passiert ist. Das kann man gar nicht glauben. Ich fand sie vorher schon super. Auch ohne Gemüsebrühe, ne? Ja, stimmt. Also man könnte aber auch Gemüsebrühe noch haben. Ja, anhaben. Wenn man es einfach haben will. Aber nur pass mal auf, was jetzt passiert ist mit diesen 3 Tropfen Zitronensaft und diesem halben Gramm Zucker. Sag mal gleich was. Ich muss ein bisschen pusten. Puste mal und dann sag, was passiert ist. Witzig. Sie wird ein bisschen milder, so ein bisschen runder von der. Verrückt, oder? Ja. So, die Suppe ist fertig, dann richten wir jetzt an. Sehr gerne, Carmen. Auf geht's. Das hier wäre ja jetzt ja Variante 1. Einfach klassisch. Einfach klassisch. Und dann kommt jetzt die erste Ableitung. Schön mit Porree-Lauch drin. Nummer 1. Nummer 2. Du hast ja vorhin schon gesagt, dein Lieblings ist eigentlich was mit Pilzen. Das ist so deine Lieblingsableitung. Aber von den dreien, was ist dein Favorit? Die Tomate. Das ist jetzt der Wirsing. Der Wirsing. Wow. Zack. Und ganz wichtig, immer noch ein bisschen Liebe drumherum. So. Ja. Jawohl. Hier. Jetzt Variante Nummer 3. Tomate. Jetzt, du sagst, das ist die italienische Variante. Eigentlich ja, ist ja schon die 4, weil die erste war ja ohne. Also die erste ohne war ja ohne, alles. Ja genau. Wow. Und? Die
Liebe. Wunderschön. Ja, ganz fantastisch. Ich wünsche guten Appetit. Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr ganz viele Kommentare hinterlasst, welche Ableitung euch am besten gefallen hat, was hat euch am besten geschmeckt oder womit esst ihr zum Beispiel eure Kartoffelsuppe am liebsten oder ist euch der Klassiker ans Herz gewachsen und ihr mögt es einfach ganz pur nur mit Kartoffeln. Also wir freuen uns über euer Feedback und dann sage ich an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an dich, lieber Frank, für die tollen Inspirationen. Ich habe wieder sehr, sehr viel gelernt. Auch ein ganz großes Dankeschön an 123 Küchen hier in Potsdam. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Iss dich gesund mit Frank und Carmen. Ciao.